Wir kommen jetzt zu jemandem, wo ich mich sehr, sehr freue, dass er in der Sendung ist. Er ist mein Stargast heute. Ihr kennt ihn von The Voice Kids und tausend anderen Formaten, die er moderiert. Er ist ein super sympathischer Kerl. Ihr liebt ihn alle, genau wie ich. Hier ist für euch Tore Schölermann. Tore Schölermann! Toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Gerade frisch aus dem Voice Kids Studio hergekommen. Ich wollte gerade sagen, und vor allem, dass ich jetzt so entspannt, die ganze Zeit muss ich arbeiten. Jetzt kann ich mich eigentlich hinsetzen und nichts mehr machen, oder? Nee, du hast ja wahrscheinlich. Ich habe ein paar Gemeinheiten für dich vor, Tore. Kennst ja die Sendung. Was ist Tore eigentlich für ein Name? Das, also. Was ist ein Luke für ein Name, ey? Hallo, Star Wars schon mal gesehen? Ach so. Frag meinen Bruder Chewbacca, der findet es nicht so geil. Hast du Thor schon mal gesehen? Der mit dem Hammer. Ja. Was sind so die schlimmsten Wortwitze, die du mit deinem Namen hörst? Wie so Gartentore oder irgendwie so? Schlimmsten Witze? Gibt's Witze über deinen Namen? Ja? Ja, du sagst mir jetzt wahrscheinlich, du hast ja wahrscheinlich ein paar vorbereitet. Also leg los. Gartentore war eigentlich das Beste, was ich drauf hatte. Das war wirklich. Gartentore? Fußballtore. Ja, gut. Ja, geht das? Ja, Tor geschossen. Oh, da kommt Moderatore. Moderatore? Moderatore, ja. Der ist aber den finde ich sogar eigentlich gar nicht so schlecht. Weißt du, was das Beste an dieser Nummer ist? Ja. Es wurde noch keinmal gebuzzert. Was denn? Wofür? Obwohl wir 100 scheiß Gags gemacht haben. Welche Dame ist da hier am Buzzer? Nick. Ach, oh. Ich dachte, du hast mir gesagt, du hast eine eigene Show. Und du hast mir erzählt, da hast du auch so einen Buzzer und da setzt du immer total geile Mädels dran. Nick, was ist hier los? Also läuft schon nicht mehr so mit deiner Show, oder? Der ist BWL, in 3 Jahren arbeiten wir alle für ihn. bist du denn ein musikalischer Typ? Nein. Gar nicht? Ne? Nein, ich singe total gerne auf der Dusche, wollte ich gerade sagen. Na, eigentlich auf dem Klo und in der Dusche, so rum. Gleichzeitig? Alles gleichzeitig, aber nee. Und im Auto, aber es gibt ja so ein paar Sachen, wenn man die einfach nicht kann, dann sollte man sie nicht machen, ne? Und ich bin einer der wenigen Kollegen, die wahrscheinlich nie ein Album rausbringen. Ach, das stimmt, ja. Oft ist das so, dass wir und zu Tanzsendung gehen, weil meine Beine einfach zu krumm sind zum Tanzen. Ja, du hast so O-Beine, ne? Ja, danke, dass du es nochmal sagst, aber ja. Jetzt weiß ich auch, warum du Tore heißt. Ja. Ah, haut auf, verdammt! Naja. Wir testen mal, ich will echt mal sehen, wie musikalisch du bist. Komm mal her. Wir haben bekannte Songs genommen, die du vielleicht auch von The Voice Kids oder von The Voice kennst. Und wir haben die mal von Google ins Deutsche übersetzen lassen. Und du musst jetzt erraten, welcher bekannte Popsong das ist. Oh, ich bin mit sowas so schlecht, ich kann mir bei uns über die Songs schon nicht merken. Okay, ja, komm. Es mag verrückt, was ich jetzt sage, Sonnenschein, sie hier ist. Können Sie eine Pause machen? Ich bin ein Heißluftballon, der Raum gehen könnte mit der Luft. Wie, ist mir egal, Baby übrigens. Baby übrigens! Baby, übrigens, das ist das letzte. Das ist irgendwie so ein. Was? Sag mal, nur das letzte Wort? Sing das so mal. Assis, die sich eine Liebeserklärung machen. So. Assi, also hey, Baby, übrigens. Scheiße, ach Gott. Happy, absolut richtig, es ist Happy! Ah.